Hallo und herzlich willkommen zu diesem Unfall, der überhaupt nicht geplant war. Scheiße. Habe ich mal kurz nicht aufgepasst, kurz auf die Tastatur geguckt, ja. Und schon, schwupps, ja, sind wir durch die Windschutzscheibe geflogen. Das ist natürlich super. Ist doch mal geil, ein Spiel so zu beginnen, finde ich auch mal gut. Muss ja nicht immer so hochprofessionell sein, wie es sonst immer der Fall ist. Man kann ja durchaus auch mal einen kleinen Unfall mit einbauen. Warum denn nicht? Macht ja Spaß. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Twat, zum Internetcafé. Und wollen mal schauen, ob wir uns dann ein Date ergattern konnten. Der hat irgendwie gerade so einen Linkstrall, der Wagen, ne? Haben aber auch schon wieder neue Leute, mit denen wir da ein bisschen was machen können. Elisabeth, da sollen wir uns ja mit Mallory treffen. Und die wird uns da was Neues mal besorgen. Manny müsste sich auch nochmal irgendwann melden, dass wir nochmal was machen sollen für ihn. Und dann haben wir, glaube ich, bei ihm alles gemacht. Brucey muss ich... Achso, das ist ja eine Mission für Brucey, genau. Treiben wir also den Fortschritt auch voran. Dann müssen wir uns auch noch mit Brucey treffen, ey. Boah, irgendeinen Scheiß machen. Ich weiß gar nicht, was der will. Einfach mal essen gehen wird er nicht wollen. Keine Ahnung. Erstmal an den PC setzen und die E-Mails checken. French Tom. Gerade sah ich, dass du dich für mich interessierst. Stell dich hinten an. Ehrlich gesagt wird mein Posteingang ständig voller, seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe Unmengen an Absagen erteilt, bis ich dich gesehen habe. Aber du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, du scheinst weder arm noch fett zu sein. Das ist doch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für diese Loser. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie wär's, wenn du zum 69th Street Diner in Hof kommst? Bring deine Brieftasche mit. Denn du zahlst. Ich trage eine rote Rose. Ich bin da meist gegen 8 Uhr. Ciao. Ich weiß, wo das ist. Wir treffen uns dann da. Nico. Wobei, ich glaube, da müssten wir uns andere Sachen kaufen, oder? Little Jacob. Nico ruft mich an, wenn du Kohle brauchst. Bei mir und Batman gibt es gewöhnlich immer was zu tun. Easy, LJ. So, dann rufe ich mal ganz kurz Brucey an. Nein. Dann rufen wir kurz Roman an. Roman. And me, what's up? I don't know, this and that. I've been hanging out with little Jacob. You two are friends now. This is great. I thought you'd get along. Is that because we're both violent criminals, cousin? It's because you both get along with me. You're more than just a violent criminal to me, cousin. You're a human being. Speak to you soon. Okay, das war ja interessant. Gut, dann gucken wir uns mal kurz das an. Organizer, Samstag, 8 Uhr Treffen mit French Tom. Morgens. Ich weiß persönlich aber gar nicht, wo das ist. Das ist ja voll scheiße. Diner in Hof. Meint ihr das hier? Ja, das ist interessant. Weil jetzt bringt es mir natürlich auch nichts, jetzt irgendwie woanders hinzufahren, weil... Aber was mache ich denn jetzt so lang? Dauert der ein bisschen, ne? Und ich weiß noch nicht mal, welches Diner das sein soll. Wir könnten natürlich mal ins Perestroika gehen, gucken, ob es da irgendwie eine andere Show gibt. Dann gucken wir uns die an und dann sollten wir eigentlich 8 Uhr haben, denke ich mal. Und dann, ja. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal nach. Vielleicht gibt es hier was Schönes. Ach, Schnauze. Gucken wir mal, was hier für eine Show ist. Vielleicht gibt es ja was anderes als letzte Mal. Ich bin gespannt. Time for American Cowboy! Welcome, Dusty Cooper! Aha, für einen echten Hut hat es anscheinend nicht mehr gereicht.
Was für ein Scheiß, ey. Ja, ich finde, er macht das sehr gut. Ich bin da jetzt auch mal eine Weile ruhig, weil ich bin fasziniert. What is problem? He's just like real Texas cowboy. Ja, auf jeden Fall. Maybe you like next show better. Mal gucken, was die nächste Show ist. Here is great juggler named Catch. Guck mal, das kenne ich noch gar nicht. Komm, der lässt doch bestimmt alles fallen, oder? Das wäre jetzt lustig. Wie schnell die auch immer die Kulissen wechseln können, ist super. Guck mal, der hat sogar drauf. Nice. Thank you very much. We have more shows soon. Der hat es sogar drauf, der Bursche. Ja gut. Ich muss kurz gucken. Wow. Ja gut, eine Stunde hat es gedauert, ist ja immerhin. Was mache ich denn jetzt? This is a high class establishment. Ja, sieht auch so aus wie ein High Class. Die, die, die! Aua, wie weiche ich nochmal aus? Wie weiche ich denn nochmal aus, habe ich gesagt? Aramisu, you fucking idiot! Malaka, your mother is a Turkish whore! Mann, warum mischen die sich denn jetzt ein? Wir sind ein bisschen hier Spaß, ne? Malaka, Malaka. Ah, nein. Nein. Ah, Hilfe. Hilfe. Polizeigewalt. Ich habe nämlich mal was gemacht. Weißt du, zu mir kommen sie gleich. Ich wurde ja angegriffen. Die Nutten, ey. Ohne Scheiß. Jetzt geh raus da. Komm. Weg. Ja, genau. Lass mich bloß in Ruhe, ich muss weg hier. Ich habe auch die geilste Karre für eine Verfolgungsjagd mir geklaut. Läuft, ist richtig Premium jetzt. Ich könnte hier eigentlich reinfahren. So. Jetzt wissen sie nicht mehr, wer ich bin. Dudeli, dudeli, dudeli. Dankbar. Danke, Mann. Hof. Ach, wir sind hier in Hof. Okay, dann weiß ich doch, glaube ich, welches da gemeint ist. Ich vermute, nämlich das hier. Obwohl ich ja immer noch der Meinung bin, man müsste vielleicht was anderes anziehen, aber ich habe nichts anderes zum Anziehen. Das ist erst um 8 Uhr, was soll ich denn bis dahin machen, ey, ohne Scheiß. Ich könnte mich ja theoretisch... Wir haben noch... Ah, guck mal, es ist 4 Uhr. Aber nicht, dass sie jetzt 8 Uhr abends meinen. Die meint schon morgens, oder? Oh, warte mal. Guck mal, hier ist noch ein Typ. Ich werde es bestimmt verpassen, weil ich jetzt mit ihm irgendwas mache, aber vielleicht will er nur reden. Ach nee, der ist auf der anderen Straßenseite. Na, dann andere Straßenseite, kein Problem. Hier ist er. Comrades! Excuse me? Didn't I see you at Comrades, pal? Where? That bar. Mickey's place. I'm sure you was one of those cubby bastards used to come in there. I remember you. Yes, you were the drunk guy who fell over. That's about right. I was a mess. A mess. But I'm all sorted out now. I'm over that shit. Good for you. Yeah. Yes, sorry. I'm a new man. Not dependent on anything. No more drink. No drugs. Even gave up hookers. Everything. Good. Why are you telling me this? It's good to share. Cool. I'm cool. A positive person now. Positive. I'm through with problems. Now they are just opportunities. Well, good luck with your opportunities. I've got to go. Oh no, wait, wait, wait. I know. This is a lot to ask, but I was wondering. I owe a guy some money from my drinking days. And he's kind of angry. I don't suppose you could come along and keep him cool. I'm going to pay him back.
please? Okay. Okay. Ja, wir haben ja zum Glück nichts anderes zu tun. So, ich hab ein Fahrzeug. Boah, ich werde das sowas von verpassen, das Ding. Ich werde das sowas von verpassen. I've been doing since I cleaned up. I'm waking up before dawn, for Christ's sake. Obviously, the DTs hit me pretty hard when I first got sober. I bet they did. Shit, I couldn't hold a glass of water without spilling it all over myself. And you should have seen the can after I was done with. Oh, like the fucking sprinkler had gone off. Dry now, though. Dry as a bone. Schön für dich. Freut mich. This is where they should be. Can you clear things up with him? Don't worry. I'll make sure everything's cool. Man, we're here to pay back the money my friend here owed you. He doesn't want no trouble. You think money's gonna do it? Do you, Mel? Can't you remember coming over to my place, throwing the TV out the window, pissing all over my couch? Slumlord kicked me out on the street. You got a lot of debt to pay, Mel. Damn those blackouts! Okay. Mel owes me one hell of a lot. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben, das ist das Problem. Meine Fresse, stirb doch mal hier, Kleine. Rotzbratzen. Wie holen Mel ab? Wir sind doch schon hier. Komm. Wo ist denn der? Hä? Wo ist der denn? Ist der doof? Oh nein. Nein, 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 ich kann gerade nicht. Boah, jetzt steig doch ein, du Nutte! Mei, bist du behindert oder so? Steig ein jetzt! Ich muss hier weg. Oh shit. I'm very sorry. Who knows what I did when I was at the sauce? You'll be okay. Just chill out. Yeah, you're right. Just chill out. Maybe just one drink would calm my nerves. That's not what I meant, friend. That stuff is what got you here in the first place. Sure, sure. Yeah. Serenity. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil er vielleicht wieder davor stand. Ich weiß es nicht. Die haben mich gesehen? Echt? Das ist ja ein Ding. Boah, wie komme ich denn jetzt von ihnen so schnell weg, ey? Ja, oh, manchmal ein bisschen hartnäckig, die Jungs, ne? Weil mich muss die ja erst loswerden. Ich kann ja nicht einfach sagen, ja komm, hier, steig aus, Junge. Die heulen dann immer ein bisschen rum, oder? Mal gucken, ob das geht. Wer vermutet mich denn bitte hier? Smart friend. Positive. That's me. Here's the roll I was gonna give that lunch shark. Maybe I'll keep a 10 spot for myself though. Who knows what I'll need. So long. Be serene. Jo. Alles senkrecht, Digga. So, jetzt lass mich weiterfahren. Die sind immer noch unter mir her, ne? Komischerweise. Man weiß ja auch nicht warum. Aber nichts gemacht. Du hast deine Erinnerungssession. Die Erinnerung wird 2 Stunden vor einem Termin angezeigt und dann noch einmal 30 Minuten davor. Alles klar, das ist nämlich genau hier. Hi, Baby. Ach, der ist schon da, okay. Na, wenn das so ist. Dann wollen wir mal. Wo ist denn der liebe French Tom? Da ist er doch. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? Den lernen wir natürlich noch kennen. I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor. You got a bad knee or something? Is that why you're standing?
Ja, so ungefähr. You're packing heat? That makes me real uncomfortable. So, ich denke, oh, es tut mir leid. Ist er tot? French Tom ist down. Wir schießen noch einmal kurz drauf. Warum nicht? So, Brucey, Pluspunkt. Hat sich da. Wer schießt denn da auf mich? Das ist ja unglaublich. So, ich wollte gucken, ob sich das jetzt irgendwie hier so beim Sympathie und so. Weiß ich nicht. Ja, doch. What? Ich wollte gerade telefonieren, du kleiner Stricher. Diese Pissnaken immer. Gehen mir auf den Sack, ey. Boah, wieder geslidet ist. Habt ihr das gesehen? Ich muss wieder abhauen. Ich hasse das, ey. Immer wenn dann irgendwas passiert, dann ist der Telefon auf vollem Arsch. Das geht mir auf den Sack, ey. Jetzt weiß ich noch nicht, was die da gelabert haben müssen. Das nervt. Das nervt richtig. Dass dann dieses Telefongespräch immer total im Sack ist. Das ist voll blöd. Fahren wir direkt wieder zu Brucey. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon bei ihm gemacht? Kann man mal schön gucken. 75. Eine Mission noch. Dann haben wir Brucey abgegessen. Dann machen wir die mal eben, ne? Oder fangen erstmal an damit. Number one. Hey, Brucey, what's up? Hey, Nico B. Come here, show me the love man hug time. Enough, all right? Whoa, what are we about here, you and me? I don't know. What are we about, boy? Oh, I'm an immigrant and a hired gun, and you're a steroid junkie, but we get along. No, not that stuff. That's superficial. I'm talking about the real shit. What? We're winners, man. Fucking winners. That's how we roll, brother. Bling, check. Bodies, check. Paper, check. That's how we roll, bitches. The boss. Are you all right? Too much bull shark testosterone up the ass? Fuck you. Fuck you, man. Hey, check this out. Lenny! Lenny! Is the bitch ready? Well, she's very shiny. Look at her and weep tears of pure gold. Motherfuckers. Come on now. Let's go show some people just how we roll. Yeah, alright. Come on, get in. Come on, start you. Pure gold, eh, big man? Lenny, you're a fucking asshole. What is this? What is this? You tune to yourself. Yeah. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a no-nut bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Yes. I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Yeah. Come on. Let's roll, bitches! Woo! Alles klar. Dann wollen wir mal. Nicky, we need some wheels. Das ist doch kein Thema. Guck mal, ich hab hier Wheels, sogar 4 Stück davon, Junge. Ich hoffe, das reicht. Nico, man, excuse me, but I gotta make this call to tell this guy we're borrowing his car. Stevie boy, how's tricks? No, man, you can spot me. Yeah. For sure. All right, listen, man. All right, listen, me. Me and my ice cold friend Nico gotta borrow your car. No, 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 the other one. Well, of course it'll be cool. What? It's outside? Great! Love you, man! He's fine with us taking it? We won't have an incident like the last time I got the car for you? No way, man. That was a one-time only, baby. Me and Stevie are tight. Okay, tighter than that. Tighter than... Shit, I was gonna say my hands, but I think you know that nothing's tighter than this shit. Yeah, wanna feel? Thanks, but I got my hands full. God, this is exactly the type of shit you and me should be doing. Cruising for bitches. Destroying the town. You and me could be doing some serious damage. Like a nuclear bomb up in this shit. But a sexy bomb. You know? A bomb that only affects girls with D-cups, tight asses, blonde hair, no cellulite, and tan. Yeah! Right.
I don't know if I get your meaning, but we can hang out sometime. Jetzt sind wir Freunde. Das finde ich so toll. Bevor wir über den Wagen holen, mache ich an der Stelle eine Pause, beende die Folge, bedanke mich bei euch und sage bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.